Der Krieg in der Galaxie tobt weiter. Die Autobots und die Decepticons gehen jedes Risiko ein, um die drei Minicons in ihren Besitz zu bringen. Es entbrennt ein Kampf um alles oder nichts. Wenn Megatron daraus als Sieger hervorgeht, werden er und die Decepticons für alle Zeit die Herrschaft im Universum übernehmen. Optimus Prime und die Autobots haben nur eine Chance, um für Frieden im Kosmos zu sorgen. Sie müssen ihre Feinde vernichtend schlagen. Das Abenteuer im All geht in eine neue Phase. Transformers. Du hast nicht die Spur einer Chance gegen mich, Jetfire. Ach nein, träum weiter, du Weichblech. Ist gut, aber vergiss nicht, du hast es so gewollt. Lass uns endlich anfangen, ich bin bereit. Sehr gut, ich freue mich schon. Hör endlich auf zu quatschen und leg los. In meinen Regeln steht, dass der Verlierer immer anfangen darf. In meinen auch, warum hältst du dich nicht daran? Na los, Smokescreen, gib das, Jetfire, strengt euch an. Hey, sag mal, Alexa, was soll das? Wieso feuerst du denn beide an? Ist doch logisch, Carlos. Ich will das beide gewinnen. Ach, so ist das, klar. Also, ich werde die Frauen nie verstehen. Ja, ausgezeichnet. Gleich hast du ihn geschafft, Smokescreen. Komm. Na, sowas, das ist ja nicht zu fassen. Du hast mich schon wieder besiegt. Mein Arm muss eingeschlafen sein. Also, da hast du wirklich Riesendusel gehabt, Jetfire, alter Freund. Guter Versuch, Smokescreen. Hä? Aber du hast jetzt dreimal hintereinander gegen ihn verloren. Er kann nun mal nicht zugeben, dass er schwächer ist als ich. Ich liebe Jetfires Bescheidenheit. Ja. Ich auch. Man hat den Eindruck, seit Jetfire auf der Erde aufgetaucht ist, sind die Autobots regelrecht zum Leben erwacht. Alle sind so voller Tatendrang und bereit, sich in die Schlacht gegen die Decepticons zu stürzen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Beweis ihrer Stärke antreten müssen. Etwas, worauf ich mich kein bisschen freue. Ich gebe zu, dass meine Schlachtpläne nicht so erfolgreich waren, Megatron. Aber dadurch bin ich in der Lage, unsere Kräfte besser einzuschätzen und Verbesserungsvorschläge für unseren nächsten Einsatz zu machen. Auf den Punkt gebracht, die Autobots können uns weder kampftechnisch noch strategisch das Wasser reichen. Es gibt nur ein einziges Gebiet, auf dem unser Feind uns ein bisschen überlegen zu sein scheint. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, ich höre. Na komm, spuck's schon aus. Versprechen Sie mir nicht, wütend zu werden. Ich hasse solche Spielchen. Also los, raus damit. Die haben mehr Teamgeist. Soll das heißen, dass wir nicht gut organisiert sind? Wie kannst du es wagen, meine Qualitäten als Oberhaupt der Decepticons anzuzweifeln? Du spielst mit deinem Leben. Jeder einzelne von meinen Männern ist besser als alle Autobots, die jemals erschaffen wurden. Da bin ich vollkommen Ihrer Ansicht, Sir. Ich sage nur, was ich beobachtet habe. Die Decepticons sind in allem besser, aber wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, es fehlt ein wenig Disziplin. Und im Kampf arbeiten sie nicht gut zusammen. Ich habe das jetzt zweimal mit angesehen und beide Male wurden wir besiegt. Geben Sie mir eine Chance auszureden. Danke, Sir. Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Wenn Sie wollen, können Sie mich anschließend immer noch vernichten. Ich bin der Meinung, wir können nicht weitermachen wie bisher. Sonst haben wir keine Chance, gegen die Autobots zu gewinnen. So? Dann vermute ich mal, dass du schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt hast. So ist es. Aber natürlich handelt es sich dabei nur um eine Anregung. Ich möchte keinesfalls meine Befugnisse überschreiten. Ja, ja, ja. Langsam geht mir dein dämliches Gequatsche wirklich auf den Schaltkreis. Du hast bis jetzt noch keinen einzigen Kampf gewonnen. Er hat recht, Sir. Außer plappern hat Thrust bisher noch nichts geleistet. Und wenn's ans Kämpfen geht, hält er sich sowieso immer raus. Schluss mit dem Gewinsel! Ihr wollt nicht kapieren, was ich meine. Wir streiten schon wieder. Und das ist genau das, was ich versucht habe, euch zu erklären. Die Autobots sind wahrscheinlich gerade damit beschäftigt, Minicons zu sammeln. Wir müssen den Autobots den Skyboom Shield abnehmen. Zusammen mit dem Starsaber wird er uns unbesiegbar machen. Du hast recht. Ich habe es langsam satt, mich auf diesem öden Planeten hier rumzutreiben. Wir müssen uns den Skyboom Shield so schnell wie möglich zurückholen. Und sobald das geschehen ist, werden weitere Decepticons auf die Erde kommen, um uns bei unserem Kampf zu helfen. Was meinst du mit weitere Decepticons? Vertrauen Sie mir. Schon bald werden Sie genau verstehen, was ich meine. Aber vorher müssen wir uns noch um eine andere Angelegenheit kümmern. Thank you.
rastet nochmal. Warum hält das Teil hier nicht? Was machst du da, Hotshot? Das gehört da nicht hin. Wieso nicht? Das ist die richtige Stelle, da bin ich ganz sicher. Nein, Optimus Sir, das Modul muss auf die andere Seite. Jetzt hört mal zu, gönnt euch eine kleine Pause. Ich übernehme das hier. Hey, Freunde, seht euch Red Alert an. Ich glaube fast, er ist der Chefingenieur unter den Autobots. Naja, es macht wirklich den Eindruck, als ob er wüsste, wovon er redet. Hey, Jungs, wartet mal eine Sekunde. Wo steckt Jetfire eigentlich? Ja, stimmt, wo ist er? Wahrscheinlich hängt er irgendwo ab und amüsiert sich. Hä? Und ich werde ihm jetzt Gesellschaft leisten. Ich habe nämlich allmählich genug von dieser blöden Rumsitzerei hier. Bis bald. Oh. Hey, Hotshot, warte doch mal. Was habt ihr eigentlich so geplant? Wollt ihr wieder zurück nach Cybertron, wenn das Raumschiff startklar ist? Raus mit der Sprache, was habt ihr vor? Unsere Mission ist, alle Minicons zu finden, die auf der Erde sind. Und wir bleiben hier, bis wir diese Aufgabe erledigt haben. Genauso haben wir es geplant. Aber eines Tages werdet ihr wieder zurückgehen. Darauf kannst du wetten. Und ehrlich gesagt kann ich's kaum erwarten. Aber macht euch keine Sorgen, wir werden auch wieder zurückkehren. Ich glaube nämlich, dass ich euch ziemlich vermissen werde, Freunde. Da bin ich sogar ganz sicher. Hey, ich hab mal eine Frage. Warum benimmt sich Jetfire nicht im geringsten wie ein Vize-Commander? Ja, genau, stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Der Typ hängt immer nur rum. Er ist ganz und gar nicht so wie Optimus. Und wenn ihr mich fragt, sieht er auch nicht halb so gut aus wie ich. Nun, vielleicht, man könnte sagen, du hast einen gewissen Charme für einen Roboter. Echt? Du hältst mich also wirklich für ein heißes Eisen? Hey, lass dir das ja nicht zu Kopf steigen, Hotshot. So ein eitler Kerl. Transformation und Powerlink! Was für ein lächerlicher Auftritt, Cyclonus. Hey, Jetfire, was machst du da? Ich hab mir nochmal die wichtigsten Momente unserer letzten Schlacht mit den Decepticons reingezogen. Und wir haben gedacht, dass du nur irgendwo rumhängst. Er macht seine Hausaufgaben. Im Gegensatz zu anderen, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. Alexa, du willst uns wohl ein schlechtes Gewissen einjagen. Seht euch das an! Das war der erste Kampf, den Optimus gegen Megatron geführt hat. Highwire ist transformiert und wurde Perceptor. Und wisst ihr noch, wie Hotshot und Carlos beinahe als Lochkarte geendet wären? Oh Mann, ich kann gar nicht hinsehen. Ich glaube, ich brauche meinen Therapeuten. Hey, wisst ihr noch, als wir zum ersten Mal gesehen haben, wie Optimus sich in den Semi-Truck verwandelt hat? Das war der Wahnsinn! Die Schlacht haben wir zwar verloren, aber den Wald konnten wir retten. Und Feuer! Transformation! Powerlink! Transformation! Ich bin ein Außenseiter, deswegen bin ich hier. Wartet mal, wer ist das? Das ist Sideways. Er ist ein richtiger Mistkerl. Er hat so getan, als wäre er ein Autobot und dann hat er uns verraten. Mhm. Er hat uns ausgetrickst und sich auf diese Art Zugang zu unserer Basis verschafft. Ja, dieser miese Schrottschädel hat es sogar geschafft, mich zu täuschen. Und das Schlimmste ist, dass er mir den Starsaber geklaut hat. Sideways, aha. Man sieht ihm an, was für ein verschlagener Typ er ist. Was glaubst du? Hat Thrust vor, Megatrons Machtpläne zu durchkreuzen? Ich trau dem Kerl so wenig, wie ich ihn ausstehen kann. Am liebsten würde ich diesem arroganten Spitzkopf eine Vollrasur mit der Blechschere verpassen. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, müssen wir endlich was gegen Thrust unternehmen. Ach ja, und weißt du auch schon was? Ja. Wir müssen ihn vernichten. Aber wie? Ich meine, wir beide wissen, dass er Megatrons rechte Hand ist. Er spielt ein falsches Spiel mit Megatron. Wenn er gewinnt, ist alles verloren. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Bist du Megatron treu ergeben? Dann kannst du es jetzt unter Beweis stellen. Aber wenn wir Thrust erledigen, handeln wir dann nicht gegen Megatrons Befehl? Ich hab dir doch gesagt, es ist nur zu Megatrons Bestem. Bist du da auch wirklich sicher? Aber natürlich. Und jetzt zeig Megatron deine Treue. Es ist deine Pflicht.
Ja, du hast recht. Wir haben keine andere Wahl. Das ist die richtige Einstellung. Was willst du gegen diesen Verräter Thrust unternehmen? Mach dir keine Sorgen, Sideways. Du kannst auf mich zählen. Zuerst will ich Cyclonus und Starscream in die Sache einweihen, damit sie mir helfen. Und dann werden wir diesen rostigen Mistkerl Thrust schneller erledigen, als du bis drei zählen kannst. Hey, sag mal, wo gehst du denn hin? Vergiss es, Demolisher. Ich erledige die Sache lieber selbst. Ich muss mir nur überlegen, wie ich Megatron ablenken kann. Warte, Sideways, ich schaff das schon. Ich kann das bestimmt. Du musst mir nur eine Chance geben. Da bin ich nicht so sicher. Wieso sollte ich dir vertrauen? Es gibt keinen, der Megatron treuer ergeben wäre als ich. Und ich rate dir, das nie wieder zu bezweifeln. Das ist komisch. Was ist komisch? Bist du ganz sicher, dass er ein Decepticon ist? Hä? Dieser räudige Roboter hat uns hintergangen. Was soll er denn sonst sein, Jetfire? Du solltest nicht so schnell urteilen. Sieh dir das an. Achtung, ich zoome näher ran. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Das war Sideways, der den Schuss auf Cyclonus abgefeuert hat. Woher willst du das denn so genau wissen? Vielleicht ist es nur ein Fehler in der Aufzeichnung. Ich habe mir die Szene mindestens 100 Mal angesehen. Es ist Sideways. Du hast recht, Jetfire. Es ist keine Spur von digitaler Videonachbearbeitung zu sehen. Aber aus welchem Grund sollte Sideways uns helfen? Ich kapiere das einfach nicht. Ich auch nicht. Die ganze Sache ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also für mich auch nicht. Hier ist irgendwas ziemlich Seltsames im Gange, Leute. Megatron! Megatron! Wo sind Sie? Ich frage mich, warum er mich ausgerechnet hier draußen sprechen wollte. Allmählich kommt mir die Sache eigenartig vor. Du wolltest uns wohl zum Narren halten. Ich weiß, dass du Megatron zu Fall bringen willst, aber das werde ich nicht zulassen. Ich habe genug von deinem hinterhältigen Intrigen, du Rostball. Es wird Zeit, dass du in der Schrottpresse landest. Und lass deine spitze Mütze hier ja nie wieder blicken. Sonst werde ich mich persönlich um dich kümmern. Damit dürften sie eine Weile beschäftigt sein. Hier Sideways mit der neuesten Meldung. Die Autobots haben jetzt die stärkste Truppe. Hä? Wer ist da? Wusste ich doch, dass du's bist! Du kannst meinen Laser kennenlernen! Mir war klar, dass du ein Betrüger bist, Sideways! Papalapap! Schluss mit dem Gequatsche! Tu mir einen Gefallen und verzieh dich, Demolisher! Hä? Kann mir mal einer sagen, was hier vor sich geht, Leute? Oh, da steckst du, Sideways. Was hat der Kerl denn hier verloren? Dreimal darfst du raten, er wollte uns hintergehen. Was? Ist das dein Ernst? Klepp dein Audiochip. Sideways ist ein Verräter. Wann kapierst du das endlich? Aber das würde ja dann bedeuten... Es bedeutet, dass Sideways in Wirklichkeit versucht, unserem großen Anführer Megatron zu schaden. So einfach ist das. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich unseren mangelnden Teamgeist kritisiert habe. Das liegt daran, dass wir einen Spion in unserer Mitte haben. Das darf doch nicht wahr sein. Wie konnte ich nur so gutgläubig sein? Oh je, heul doch, du Robo-Baby. Gute Arbeit. Danke, Sir. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Huh? Es wird Zeit, dass du für deine Machenschaften bezahlst, Sideways. Nein, ihr Baby! Was ist denn da los? Transformation! Schnell hinterher! Transformation! Bin schon unterwegs! Transformation! Bleibt hier und überlasst ihm die Sache. Mal sehen, wie er sich im Kampf bewährt. Jetzt gibt's was auf die Blechohren! Ah.
Soll das etwa bedeuten, dass Sideways auf unserer Seite steht? Ich wünschte, ich könnte dir eine Antwort darauf geben, Red. Wie heißt es? Eine gute Verteidigung ist die beste Waffe. Wir werden ihn also im Auge behalten. Ich wüsste wirklich gern mehr. Mir geht's genauso, Billy. Wann gibt's mal wieder was zu futtern? Vielleicht könntest du mal für 5 Minuten aufhören, an deinen Magen zu denken. Was wir hier besprechen, ist ziemlich wichtig. Es würde uns bestimmt weiterhelfen, wenn wir wüssten, aus welchem Grund sich Sideways hier auf der Erde aufgehalten hat. Das ist doch klar, um möglichst viele Minicons zu sammeln. Wartet doch mal. Er hätte locker die Möglichkeit gehabt, den Skyboom-Shield und den Starsaber zu stehlen. Ja, sie hat recht. Stimmt, genau. Also, ich will wirklich nicht aufdringlich sein, aber außer mir hat keiner Hunger. Mir knurrt der Magen. Du gibst wohl niemals auf, oder? Ich denke, wir sind uns einig. Wir können Sideways auf keinen Fall vertrauen. Du hast recht. Wir dürfen ihm auf keinen Fall vertrauen. Ende der Diskussion. Vergessen, was für Tricks du auf Lager hast. Es wird Zeit, dich aus deiner Deckung zu locken, Freundchen. Wir werden deine Versteckspielchen schon vergehen. Tja, tut mir leid, aber meiner Minicon-Power bist du wohl nicht gewachsen. Was? Überraschung. Ich bin beeindruckt. Du wirst sein unwürdiges Dasein jetzt beenden. Mit Vergnügen, Sir. Was ist jetzt? Was ist passiert? Das ist doch nicht möglich. Wie hat er das hingekriegt? Also, das ist wirklich abgefahren. Mit der Sprache, wer bist du? Jetzt habe ich aber langsam genug von der Veranstaltung. Ja, gleich gibt's Saures. Hier kommt ein kleines Geschenk. Das reicht jetzt, Männer. Ich werde ihm den Rest geben. Alles in Ordnung, Frost? Ja, Sir. Das war gute Arbeit. Es sieht so aus, als wären wir den Verräter losgeworden. Was zum Orbit? Vergiss es. So schnell kriegst du mich nicht los, Megatron. Siehst du, ich kann meine Erscheinungsform verändern, wie es mir gefällt. Und ich kann auf jedem Power-Level kämpfen. Du wirst mich niemals zerstören. Niemals! Ich werde dich zerknüllen wie ein Stück Alufolie. Der Skyboom-Shield und der Starsaber sind für mich nichts weiter als Spielsachen. Es gibt noch Millionen von Minicons, die darauf warten, entdeckt zu werden. Mal sehen, wer von uns das Rennen macht. Wenn du schlau bist, dann gibst du auf, Optimus. Wie wär's, wenn du selbst diesen Rat befolgst, Megatron? Es ist noch nie ein Krieg mit dem Sprachchip entschieden worden. Wenn ich erstmal alle Minicons habe, dann hast du sowieso nichts mehr zu melden. Ich hab genug von deinem albernen Geschwätz, Megatron. Die Minicons gehören uns. Eröffne das Feuer! In Deckung und Feuer frei! Eine neue Schlacht hatte begonnen und die Autobots zogen mit den Decepticons gleich.
Schaffen es die Autobots, ihre Feinde in Schach zu halten? Oder ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es Megatron gelingt, das gesamte Universum zu kontrollieren?